Willkommen zur nächsten Coffee Cup Lehreinheit zu dem Modul Digitale Bilder. Heute lernen wir Bildbearbeitungs-Apps auf Photo.com und Pixel.com kennen. Los geht's! Ich habe nun als Beispiel zwei unterschiedliche Einladungen zu einem Kindersportfest erstellt. Die Bilder habe ich mir zuvor auf der Plattform Flickr.com mit der Lizenz zur Weitergabe und Bearbeitung runtergeladen und auf Online-Apps zusammengestellt. Wir werden nun gemeinsam Schritt für Schritt diese nachbauen. Wir starten mit der Online-App auf Photo.com. Dafür wechseln wir auf die Website und klicken auf Mach eine Collage. Wir kommen zur Hauptseite des Online-Editors und haben auf der rechten Seite unsere verfügbaren Bilder. Um eigene hochzuladen, gehen wir auf Öffnen und können anhand des Markierens von mehreren Dateien gleichzeitig alle gewünschten Bilder hochladen. In der linken Menüleiste wählen wir Schablonen und klicken auf das für uns passende Layout für unsere Einladung. Per Drag-and-Drop bzw. Klicken und Ziehen eines Bildes in ein Kästchen des Layouts fügt man es in die Collage ein und kann Grundeinstellungen wie Belichtung, Schärfe, Position und Ausrichtung, Größe und Filter auswählen. Wir nehmen nun jene für uns passende Einstellungen vor und wiederholen dies für all unsere Bilder. Um einen entsprechenden Rahmen zu setzen, wechseln wir von der rechten zur linken Menüleiste, scrollen etwas runter und können Randgröße sowie den Rundungsgrad der Ecken einstellen. Zu guter Letzt wählen wir den Rahmenstil aus. Jetzt fehlt nur noch der passende Text zur Einladung. Im linken Menü wechseln wir zur Texteingabe, wählen die gewünschte Schrift und geben den Text ein. Leicht lässt sich das Textfeld verschieben und die Schrift vergrößern. Statt Schwarz kann natürlich eine beliebig andere Farbe eingesetzt werden. Bei der Bearbeitung von Bildern mit Online-Tools darf man nicht vergessen, dass im normalen Webbrowser gearbeitet wird und dieses nicht geschlossen werden darf, da sonst die Datei verloren geht. Nicht wie in einem lokalen Programm wird darauf hingewiesen, dass das Bild noch abgespeichert werden muss. Deswegen ist es wichtig, das erstellte Bild, in unserem Fall die Einladung, auch wieder lokal abzuspeichern. Hierfür gehen wir auf das Speichern-Symbol, wählen den gewünschten Dateinamen inklusive Dateityp aus und klicken auf Speichern in meinem Computer. Ein weiteres tolles Online-Tool zur Bearbeitung von Bildern ist von Pixel. Pixel.com bietet drei unterschiedliche Web-Applikationen zur Erstellung von Bildern an. Für unsere Einladung wählen wir Pixel Express und darauf folgend die Option Collage. Unter Layout finden wir die unterschiedlichen Formate, die wir als Vorlage verwenden können. Auch hier können wir die Rahmenbreite sowie den Rundungsgrad der Ecken optimieren. Zusätzlich kann die Höhe des Gesamtbildes geändert werden. Um Bilder der Collage hinzuzufügen, klicken wir auf ein Feld des Layouts. Auch hier lassen sich viele Bilder durch die Auswahl mehrerer Dateien auf einmal hochladen. Um in den Bearbeitungsmodus eines Bildes zu kommen, folgt man dem Pinselsymbol. Unter Adjustment lassen sich Grundeinstellungen wie zum Beispiel Kontrast und Helligkeit tätigen. Zuallererst möchte ich Ihnen die Funktionen Zuschneiden und Größe ändern eines Bildes zeigen. Benötigt man nur einen bestimmten Ausschnitt des Bildes, so lässt sich dieser über Crop durch das Verschieben bzw. Vergrößern der Auswahl tätigen. Zum Skalieren eines Bildes klickt man auf Resize und gibt die gewünschten Maße an. Hat man eine Änderung aus Versehen durchgenommen, gibt es die Möglichkeit, durch Undo diese zu widerrufen. Da wir für unsere Einladung das Bild weder verkleinern noch zuschneiden müssen, machen wir die Änderung über diesen Weg rückgängig. Wir wechseln nun zu Effekt, um auf vorgefertigte Filter zuzugreifen. Klicken Sie sich durch und wählen Sie einen Filter, der Ihnen besonders gut gefällt. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie abschließend auf Apply. Nachdem Sie nun all Ihre Bilder für die Collage optimiert haben, werden wir noch einen passenden Rahmen einfügen. Wir wechseln zuallererst die Farbe, editieren den Abstand und die Rundungen und speichern mit Finished. Wählen Sie unter Borders noch einen passenden Rahmen und optimieren Sie die Transparenz über Amount. Über die Funktion Overlay hat man die Möglichkeit, weitere Schönheitseffekte dem Bild hinzuzufügen. Zum Abschluss wird noch der Text hinzugefügt,
wobei dieser auch hier vergrößert, verschoben und eingefärbt werden kann. Das Bild wird über den Button links oben Save lokal abgespeichert. Ich hoffe, Sie haben sich ein wenig mit den Programmen spielen können und sind zufrieden mit Ihren Ergebnissen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.